Yo, what's Gucci? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute leider mal wieder ein kurzes Video, da ich den ganzen Tag am Buch lesen, aufräumen, Sport machen, Meditation, Kinder retten, Waldbrände löschen und ja, was noch alles dazu gehört, beschäftigt war. Aber ja, juckt ja auch nicht, ne? Egal, lass starten. Und wir starten auch direkt gottlos rein. Wehe, ihr lacht beim nächsten Clip. Ehrenlos, wer über sowas lacht. Ich distanziere mich. Best Beginner Exercises to gain muscle fat. Okay, krass, zeig mal her, weil ich will genauso aussehen wie er. Wer zum Teufel trainiert so? Car Press? Bro, wieso muss man immer so übertreiben? Ja, wer kennt's nicht? Motorcycle Curls. Warum sollte man auch normal sein und sowas benutzen? Ja, gut, alles klar. Ich muss also jetzt ein Flugzeug ziehen, um ein Sixpack zu bekommen. Gut, alles klar, danke für die Tipps, weiß ich Bescheid. Diese Frau hier tut so, als würde sie sterben, um die Reaktion ihres Hundes zu testen. Wie er halt wohl so reagieren würde in so einer Situation. Yo, Lil Bro wollte nochmal auf Nummer sicher gehen. Der kann's kaum abwarten. Na, ich hätte ab so einem Moment Angst vor meinem Hund. Sowas wäre mieser Vertrauensbruch zwischen uns. Ich würde den dann tatsächlich auch in irgendein Heim schicken. Oh my god, that is a beautiful black queen. Oh, sorry, right here. Where'd you get this from, bro? Hey, bro, I'm not even... Wo war der Zusammenhang? Original dieser eine Kollege, der 24/7 Whey braucht, aber sagt, dass mit seiner Lunge alles in Ordnung ist. Eins zu eins, wirklich. Erinnert mich auch an diesen Bray hier. Junge, wie rot kann ein Kopf eigentlich werden? Er ist einfach kurz zur Tomate geworden. Loser, wer Vape oder Elfbar raucht. Welche Behandlung hat sich der Homie hier gebucht? Mach mal einmal Seiten bitte auf Seife und Schaum. Ey, der Arme bekommt doch gar keine Luft mehr. Boah, okay. Ich glaube, das kommt schon geil. Das beamt dich höchstwahrscheinlich wirklich in so ein anderes Universum, wenn dieser Kollege dich dort so am Kopf hin und her packt. Sein Gesicht wird danach auf jeden Fall glänzen und strahlen. Der sieht dann aus wie dieser Giga-Chat Thaddeus. Ich bin so letztens auf dieses Straßeninterview gestoßen und denkt ihr, er hat irgendein Problem mit jemand? Widerstand denn gegen was? Gegen Merkel. Gegen Merkel! Und warum? Und gegen den ganzen Park. Weil hier eine Volksverräterin ist! Also, würdet ihr sagen, er hat was gegen Merkel? Bruder, der hat so tiefen Hass in seiner Stimme, das ist ja unglaublich. Ja, okay, alles klar. Normales Waschen von Haaren halt, ne? Wer kennt es nicht? Super, und der spielt Schach auf seinem Kopf. Wie kommen die Leute auf sowas? Die haben doch alle eine Psychose. Wieso macht der hier Nudeln in seinen Haaren? Boah, sieht ja richtig stabil aus. Kommt mega nice. Das ist doch gerade im Trend.
Ja, what the fuck habe ich mir hier gerade angeschaut. Da bin ich echt froh, dass mein Friseur nicht sowas mit mir macht. Naja, Freunde, heute kurzes Video gewesen. Entschuldigt mich. Ab morgen wieder längere. Danke fürs Zuschauen. Kuss, Kuss.